Ja, so, hallo Leute, willkommen in meinem neuen Video. Heute werde ich mal über die Kirche des allmächtigen Gottes reden. Na, das ist irgendwie so eine Kirche, Organisation, Religion, beziehungsweise oder Sekte, von der man in letzter Zeit immer öfter was hört. Zumindest ich habe auf Facebook immer wieder mal was gelesen. Ich werde einfach mal auf ihre Webseite gehen. Na, ich habe hier bei Google eingegeben, Kirche des allmächtigen Gottes Webseite. Gleich das erste Ergebnis ist das hier. Na, gehen wir mal drauf. Genau. Und hier, also das ist die offizielle Seite dieser Sekte. Na, und die schreiben hier, der Christus der letzten Tage ist in China erschienen. Das Gericht beginnt mit dem Haus Gottes. Na, also allein wenn man schon als Christ so eine Botschaft hört oder liest irgendwo, sollten schon alle Alarmglocken angehen. Na, weil die Bibel ja sagt, dass Jesus Christus sichtbar erscheinen wird. Na, für alle. Darum, ja. Also allein schon aus diesem Grund macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, die weiter zu untersuchen. Es gibt aber dennoch so einige Leute, die auf diese Masche hereinfallen und die sich anschließen zu dieser Sekte. Ne? Also es gibt leider Menschen, die sich da verführen lassen. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen mache ich hier das Video, um mal ein bisschen über die aufzuklären. So. Und dann schauen wir mal. Ich habe mir mal was Interessantes überlegt. Hier gibt es so eine Chat-Funktion. Ich habe mir gedacht, vielleicht versuche ich einfach mal, die anzuschreiben. Mal gucken, was bei rauskommt. Na. Ja, hier steht, lassen Sie uns dies erforschen und uns gemeinschaftlich austauschen am Ende. Alles klar, dann wollen wir mal erforschen, was die da zu sagen haben. Fangen wir mal einfach simpel an. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Ich vermute mal, dass die da Leute sitzen haben werden, die sozusagen, also dass deren Dienst ist und sie ja, sich um die Leute kümmern müssen, die sie anschreiben. Bin ich gespannt. Naja, hier oben ist schon eingeblendet Emma, eine Frau oder so. Ja. Mal gucken. Ah, sie fragt, was ich für sie bin. Ach so, okay, sehr gerne. Ja, bin ich mal echt gespannt. Wir kennen das schon. Woher kommen? Woher will sie wissen, ob sie mich kennt? Ich habe ihr nur den Vornamen genannt. Wow, das ist. Ja, darauf will ich gar nicht eingehen. Ist das irgendwie so eine Masche von denen oder so? Ja, sehr seltsam auf jeden Fall. Schreib sie erstmal, haha, wir kennen uns schon. Ja, ich frag für sie mal, wer. Haben Sie WhatsApp oder Facebook? Ich gehe mal direkt auf das Argument ein, dass Jesus erschienen ist. Mal gucken.
Also ich frage sie einfach mal, auf ihrer Seite habe ich gelesen, dass Jesus Christus erschienen ist. Stimmt das? Mal gucken. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich mit denen. Ah, sie sagt ja genau. Okay. Ich werde mal nebenbei Bibelverse hier raussuchen auf meinem Handy. Also wundert euch nicht, woher die gleich kommen. Ich werde sie hier von meinem Handy kopieren. Und auf dem Laptop direkt einfügen. Also. Das heißt, ja, das ist auch eine Seite. Ich habe auch die Bibel gelesen, habe auch Theologie gelernt. Okay. Ich würde jetzt mal gerne einen Vers sehen, welchen Vers sie bringen würden. Also ich habe hier jetzt mal Matthäus 24, 27 rausgesucht. Ich kopiere den jetzt einfach mal rein. Ah, da steht in der Bibel, steht, dass er wie ein Dieb kommt. Ja, richtig. Hier steht doch. Ich glaube, ich muss noch ein Vers dazu nehmen. Ich nehme noch die Offenbarung in Kapitel 1. Sie kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Mal gucken. Wissen Sie genau, was bedeutet denn, wie der Blitz vom Osten ja, es bedeutet, dass es für alle am Himmel sichtbar sein wird. Aber ich habe dieses Licht im Himmel kommen sehen. Ey, das ist, naja, bin ich mal gespannt. Also eigentlich können die darauf gar nicht sagen. Was sollen sie da groß sagen? Es gibt keinen Vers in der Bibel, der sagt, dass Jesus jetzt nochmal erscheinen wird auf so eine Art und Weise wie ein Geheimnis oder sowas. Das ist totaler Quatsch. Na, mal gucken, was sich da schreibt. Oh Mann, okay. Oh nö. Wo hat sie das denn kopiert? Wenn der mächtige Gott sein Wort nicht gesprochen und die Geheimnisse nicht enthüllt hätte, dann würden wir nie wirklich verstehen, was die Prophezeiung bedeutet, denn gleich wie ein Blitz ausgeht von der Aufgang und scheint bis zum Niedergang, der allmächtige Gott sagt, wenn alle Menschen Acht geben, wenn alle Dinge erneuert und wiederbelebt werden, wenn sich jeder Person Gott ohne Skrupel unterwirft und wenn sie die schwere Verantwortung der Last Gottes auf sich nehmen, dies ist, wenn die östlichen Blitze kommen und alles vom Osten bis zum Westen erleuchten und mit der Ankunft des Lichts die ganze Erde in Schrecken versetzen. Ach so, die meinen, dass vom Osten, also aus Asien sozusagen, dieser Blitz kommt und dann mit Erkenntnis alle erleuchtet oder so. Aha. Das heißt, im Osten der Welt, ab dem Zeitpunkt, an dem das Zeugnis gegenüber Gott selbst beginnt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sein Werk beginnt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Göttlichkeit beginnt, eine souveräne Macht auf der Erde auszuüben. Okay, also das ist super viel. Macht eigentlich keinen Sinn, das alles zu lesen, das ist sowieso alles nur Müll. Sie sagt, hier steht die Wahrheit. Okay, aber keinen einzigen Vers zitiert.
Also, das Ding ist halt, man merkt schon von vornherein, dass diese Menschen einfach nur irgendwie gehirngewaschen sind oder so. Weil die, also Christen handeln sowieso schon mal ganz anders. Sie benutzen die Heilige Schrift, ne? Was hier direkt kam, war einfach nur irgendeine Kopie aus einem deren Bücher, ne? Also, die haben hier so ein paar Bücher, das Wort erscheint im Fleisch, Kundgebung Christi der letzten Tage. Ich habe mal vorhin, bevor ich angefangen habe, das Video zu machen, reingeschaut. Da steht auch einfach nur total viel Text und im gesamten Buch konnte ich keinen einzigen Verweis auf ein Bibelvers finden. Ne? Das ist halt einfach nur menschliche Philosophie, wird als Gottes Wort dargestellt. Moment. Ja, aber nicht jetzt, später wird er öffentlich erscheinen. Okay. Ich bringe mal den Vers jetzt aus Matthäus 24, 23, Vers 24, wo Jesus warnte, dass Christus erscheinen werden. Dann sagt sie, ja, aber nicht jetzt, später wird er öffentlich erscheinen. Okay. Also sie meint wohl, das ist so ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas. Die meinen auch, dass Jesus Christus unsichtbar schon erschienen ist. Bei denen ist das wohl so ähnlich. Der ist im Geheimnis erschienen, irgendwo versteckt in Asien oder sowas. Keiner kennt ihn. Irgendein Jesus, der sich aber nicht zeigen will oder so, keine Ahnung. Zuerst kommt er in Geheimnisse, er wird die Schafe trennen, ja. Das ist das, was ich meinte. Also keiner kennt ihn, niemand weiß, wer das wirklich ist, der da gekommen ist. Gut belohnen, schlechte bestrafen und dann öffentlich erscheinen. Ja, macht keinen Sinn, weil dann muss er ja nochmal in den Himmel zurück, um dann nochmal öffentlich zu erscheinen. Vielleicht hätte ich Jesus schreiben sollen, keine Ahnung. Mehrzahl von Jesus, Jesus. Also Christus, ja, aber Jesus. Ja. Hier kommt wie was? Ja, aber er hat auch gesagt, er kommt wieder, nicht wahr? Ja, er kommt wieder, aber für alle sichtbar. Also das sind verlorene Seelen, ne? Die tun einem echt leid. Das sind auch so wieder die typischen Behauptungen so von Sekten, ne? Ganz am Anfang hatte sie das, glaube ich, gesagt, zum Beispiel. Ja, wir können uns. Nee, das nicht. Ich habe auch die Bibel gelesen und habe auch Theologie gelernt. Ja, hätte sie die Bibel richtig gelesen, dann würde sie niemals solche Ideen haben und solche Sachen schreiben. Ich habe früher auch so gedacht, ja.
Später legte jemand Zeugnis über das Werk, das mich gehört, verletzt, habe ich mich ab. Und erst dann habe ich bemerkt, dass wir alle den gleichen Fehler gemacht haben, indem wir darauf gewartet haben, die Rückkehr des Herrn willkommen zu heißen. Wir warten nur auf die Rückkehr des Herrn, was nicht auf den Prophezeiungen seines Abschieds von meiner Wolke. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Ja, das zitieren die, ne? Ich öffne mal die Stelle kurz. Offenbarung 16, 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kinder bewahrt, damit er nicht entblößt einhergehen, man seine Schande sieht. Ich schicke Ihnen, glaube ich, die Verse, wo Paulus über die Wiederkunft schreibt, dass er wartet, um verwandelt zu werden. Das ist leider, das ist aber nichts biblisch. Bei Jesu Wiederkunft. Also, die sind einfach nur manipuliert, haben ein paar Verse aus dem Kontext gerissen, die irgendwie Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, verwenden das dann darauf, dass sie sagen, das ist ein Geheimnis, wann er kommt, niemand weiß, also, dass er schon dann da ist, aber keiner es wissen wird oder so. Aber wie ein Dieb in der Nacht, damit ist natürlich gemeint, dass er überraschend kommen wird, ne? Mann, diese kopierten Texte, ne? Das ist so typisch. Ja. Also ich im Verborgenen. Also das Ding ist, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ja, das war doch schon alles passiert. Wie ein Dieb kommen wir zur Mitternacht, aber wenn der Geschrei hier dabei kommt. Geht aus ihm entgegen. Ich frage sie mal, mal gucken, weil der Geist. Also, wer für sie überhaupt Jesus ist. Gucken, was sie sagen. Also ich denke schon, also ich habe meine gelesen zu haben, dass sie glauben, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Aber ganz genau in der Theologie habe ich mich jetzt nicht mit befasst. Ich habe nur gelesen, dass sie auch den Namen Jehova verwenden. Wir haben keine Fähigkeit ins Himmelreich eintreten, weil wir noch viele Sünden haben. Sind sie schon reinigt? Ja, das ist total unbiblisch.
Denn wer in Christus ist, der sündigt nicht. Okay, Sie sind frei. Ja. Ja, ich bin frei, das weiß ich. Amen. Ja, persönlich unterhalten ist natürlich besser als über so einen Chat. Ja. Persönlich kann man einfacher und schneller reden und auch Argumente nennen. Ja, sie bricht schon ab, das ist typisch. Ja, aber egal, also ich denke mal, das reicht. Ich wollte einfach nur mal zeigen. Auch mal veröffentlichen, der Welt zeigen, wer die sind, wie die so ein bisschen herangehen. Was wir gesehen haben hier an diesem ganzen Chatverlauf ist im Prinzip, dass die viele Interpretationen haben, die sie dann einfach irgendwo her kopiert, dann einfügt. Ne? Hier zum Beispiel im ersten Text war kein einziger Bibelvers. Dann hat sie irgendwelche Argumente genannt, die weiß ich nicht gar nicht. Überhaupt keine Bedeutung. Hier kam dann noch ein langer Text und hat sie dann ein, zwei Verse zitiert, komplett aus dem Kontext gerissen und missinterpretiert. Ne? Auf die Stellen, die ich gesagt habe, ist sie nicht eingegangen, beziehungsweise sagt sie, er wird noch ein zweites Mal kommen, das ist aber Quatsch, weil die Entrückung ja kommen sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Ja, also. Ja, und dann immer diese typischen Ausreden, ne? Ja, ich war genauso, früher dachte ich genauso, und dann kam die Erkenntnis und bla bla bla, ja, das ist oft so in irgendwelchen Religionen, Organisationen, ja. Gut, ja, dann schreibe ich noch ein paar Worte zum Abschluss. Своей живой.
Nicht so gut. Ja, ich denke mal, das genügt als Warnung. Okay. Ja. Ja, könnt euch ja selbst mal anschauen auf der Seite, ne? Die Homepage heißt kingdomsalvation.org. Ja, da kann man sich so deren Bücher anschauen. Hier zum Beispiel das Wort erscheint im Fleisch. Ne? Genau, Kapitel 1. Und schaut mal hier, wie viel Text. Kein einziger Bibelvers. Ne? Kapitel 2. Text, aber kein einziger Bibelvers. Also kompletter Müll eigentlich. Also, dass die sich überhaupt Nachfolger Jesu nennen, als Christen ausgeben, das ist total unverständlich. Also, aber der Herr Jesus hat es prophezeit, dass viele in seinen Namen kommen werden, werden die Menschen verführen, werden sich als Jesus ausgeben. Na, das sehen wir hier. Der Christus der letzten Tage ist in China erschienen. Humor. Naja. Hat sie noch irgendwas geantwortet? Nee. Ja, dann mache ich jetzt Schluss. Dann seid gesegnet. Und bis zum nächsten Mal. In